Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe Cadence Minen 3. Damit geht's jetzt weiter hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schnell, die letzten Tage war ja leider. Hat es an zwei, drei Tagen doch nicht so schön geklappt mit der, wie sagt man, Normalität von den Videos, die ich da einführen möchte. Dafür entschuldige ich mich, Schule. Beide viel zu tun. Aber das verläuft es jetzt wieder in Regularität. Sprich, dass ab jetzt dann wieder reguläres Videos kommen werden. So zumindest doch irgendwie irgendwo meine Hoffnung. Werden wir mal hinbekommen. So. Keine Ahnung, ob es hier offensiv eigentlich dann geht. Oder nicht. Oder whatever wir eigentlich gerade machen müssen. Es hat mich jetzt einfach mal von dem Weg entschieden. Ah, da muss ich den Kettenhund hier drauf hetzen. Komm, Hund, hier. Junge, ich bin auf der anderen Seite, du dummes Kind. Danke. Ach, komm, Kettenhund, dann mach halt, was du willst, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst. Ich muss... Ja, so geht das doch. Ja, wie gesagt, Normalität kommt rein hier, hoffentlich in den ganzen Spaß. Ja, das hier wird das Level mit den Kettenhunden. Die Kettenhundplage. So wird der Part heißen, merkt was das, die Kettenhundplage. Damit merkt ihr die Ketten. Ich schreibe es mir auf, sonst merke ich mir das nur nicht. Ich hoffe. Wir machen immer so Dokumente auf. Da tue ich mir da so Namen. Merken in dem Fall die Kettenhundlage. So, notiert. Kann weiter. Ja, warte, notiere es mir eben so Zeugs einfach. Um es daran, damit es mich da wieder dran erinnert nach der Aufnahme, was es eigentlich von mir wollte. Ist was mir auch ganz sinnvoll, wenn man mal ehrlich ist. Und da gäbe es was, aber. Ah! Bam! So lookt jetzt nämlich gut. Come on. Come on, come on. Ach komm. Da war es wieder eine verdammte Sekunde so spät. So hardcore klar. So hardcore klar war das. Einige würden sogar sagen, ich sehe klarer wie Kloßbrühe. Bam! In einen Ketten und habe ich sie losgerissen. Ich weiß wenigstens auch mal, wie man die losreißt hier. Ist immer interessant. Ich wusste es da vorne nämlich noch nicht. Joa, jetzt weiß ich es. Und joa. Das geht doch mal. Ihr seht schon, ich bin gerade irgendwie motiviert. Passiert auch mal. Das ist halt einfach wirklich motiviert. Ja, passiert. Auch wenn ich deshalb viel Stress mit Schule habe und deshalb vielleicht nicht so ganz motiviert rüberkomme, als es sein wollen würde, jetzt bin ich es. So, da, 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 da. Eieiei, hier geht's aus dem Torthaus, dann drücken wir das definitiv erstmal platt. Weil ich will Items und Money und whatever. Und danach schauen wir da mal zum Yoshi. Ach so, das ist wieder dieser One-Ups-Pass hier, in dem ich legendär scheiße bin, wie wissen es alle. Aber mal sehen, ob ich hier vielleicht nicht ganz verkacken werde. So, aber ja, ich habe wieder jetzt mehr Minus-Dinger als Plus-Dinger angesammelt. Ja, die fallen halt auch alle so behindert. Ja, bam, 2 Plus schon mal. Das sollte vielleicht ein Mini-Bissal 3 Plus. Komm, kommst du? Ach, scheiße. Ja, ich glaube, es haben alle ganz ausgeglissen. Oh, nee, oh, das war sogar noch nice, ja. Weil das bringt am Mobs in der Mission was mehr Leben. Köstlich, lecker. Leben helfen einem in diesem Spiel verdammt hart weiter. I can tell you. Und das sehen wir jetzt hier auch im vierten Level von den Candice Minen. Joa. Ach, dafür hätte man den Blinkios gebraucht. Das geht auch ohne. Mal nochmal, wir sind Mobschen, solange es keine runter verlevelt sind, ist das auch alles ohne große Probleme meisterbar.
Gut, die gehen dann nie wieder hoch. Und dann muss man da drauf halt irgendwie, danke, hier drauf klettern. Nämlich ganz genau so. Dann muss man hier und hier, also an das Level kann ich mich gleich noch ein bisschen erinnern. Dann gab es ja immer so Leitern, wo man durch muss, das ging eigentlich auch so. Muss man halt nur auf die Fledermäuse aufpassen, aber das ist jetzt keine so große Sache. Und sonst geht das Level, sagen wir so. Mopsi, wo fährst du hier eigentlich hin? Konntest du mir das schon mal erklären? Weil ich glaube, ich bin hier irgendwie in die falsche Röhre hier. Ach Gott. Schön, dass es ein Leben kostet. Ich dachte, man kommt danach dann vielleicht wieder neben der Röhre raus, aber wenn es das einen auch noch ein Leben kostet, seit wann das denn? Ich dachte, man sollte danach einfach ganz normal neben der Röhre raus, wie in allen anderen gottverdammten Mario-Spielen. Aber hey. Wie hast du das zugelernt? Nämlich, dass ich definitiv keine Starcoins holen werde, die so hart krass behindert sind. Zumal die deutlich einfacher zu meistern ist. Ja, schön, wie wär's da vielleicht mal mit daran festhalten, Mopsi? Mal dein Gehirn anhalten, ausnahmsweise machst du das sonst irgendwie nie. So. Bam, jetzt muss ich da auf die Plattform, das wird, ach nee, wird gar nicht kompliziert. Ah, nein, 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 nicht hier, gut, 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 gut. Und jetzt muss es hier hoch, wunderbar. Nein, 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 jetzt muss hier drauf. Und jetzt muss es schauen, wie ich hier im weiteren Verlauf hochkomme. Ja, natürlich, Hauptsache, der erstmal dran vorbeispringen. Hashtag ist nochmal. So, hier war mein Evala. Mit der Flag hoffentlich incoming. Na gut. Oh mein Gott. Ist großes Light-Spektakel. Und hier ist direkt dann die nächste von den Boxen. Ich weiß nicht, ob die... Nein, der Rot ist nicht zielführend. Danke für die Light. Huhuhu, das war knapp, Alter. Das ist scheiße knapp. Egal, die Starcoin, die grab ich mir jetzt noch. Auch wenn ich gerade nichts sehe. Ah, da ist ein Schalter. Let's activate the Schalter and let's grab the... Wenn ich nicht so dumm wäre, könnte es mit dem Starcoin grabben auch funktionieren. Danke. So, ja, 2 von 3. Ist doch ordentlich. Kann man definitiv zufrieden sein. Und wir hatten bis auf eine kleine Sache, die einfach nur dummheit geschildert war, doch gar nicht mal ein Fail in dem Part. Läuft doch bis jetzt eigentlich erst gut. Perfekte Zeit für euch, um mal Like da zu lassen. Wäre zumindest nett. Und ich sollte eigentlich Like-Anzeige kommen, aber ich vergesse doch eben mal rein Karten hier ganz zu tun. Naja, machen wir mal so aus dem Media stattdessen. Ist besser. So, kommt mal her. Machen wir hier. So, dann, wenn wir jetzt wieder hier drauf, so den Leuchter, die brauchen wir dann gar nicht mal mehr. Naja, ist auch scheiße. Ey, ich wollte da gar nicht hin, aber sei es drauf, Con. Digga, der Controller geht Wege, die ich eigentlich gar nicht einladen will. Denn ich will jetzt zum 5. Level hier gehen. Weil, ich glaube, umso weiter wir in den Welten ziehen, umso schwierigere Level kommen auf uns zu. Also, das wird dann nochmal richtig so lustig. Das ist eins von den Leveln, wo ich sag, Digga, oh mein Gott, ist die Scheiße. Das ist... Ah, das ist ein richtiges Edge-Level. Das ist Spring-Level, die in dem ist. Ah. Also, die Level, die sagen, müssen nicht sein. Natürlich! Ich darf mit Mopsi nicht so viel Leben verlieren. Deshalb tue ich jetzt mal klug umdenken und switch hier mal Charakter.
Nehmen wir so einen, der noch ein paar Lebchen auf dem Buckel hat. Nehmen wir mal so Mario, Altklassiker. Mit dem probieren wir jetzt mal das Level so meistern. Zumindest solange bis Superassistent kommt, weil dieses Level werden Superassistent machen. Weil das das behindertste Track-Level in dem Spiel ist. Also eins der behindertsten Level. Mario kann, und das ist fucked, immer noch am besten hüpfen, aber das schafft er jetzt wohl nicht mehr zu bekommen. Sowas ist Dummheit, sowas gehört bestraft. Einfach abgesperrt, weggesperrt, bestraft, getötet. Whatever, alles Rest. Das ist nichts anderes. Ich hab bei der runterfallen kann, Alter. Das ist so ein... Nee, das Level ist belastend. Da muss man mit den Lianen so rumslingen und dies und jenes und... Nee, also das Level gehört definitiv zu meinen Hassleveln. Ich meine, nochmal, ich probiere. Mein Bestes, aber es kann in diesen Leveln nichts verspressen, wenn... Der Anfang hier jetzt noch so behindert... läuft. Oh nein. Allahu Akbar. Digga, das war scheiße knapp hier gerade, Alter. War richtig scheiße knapp. Nö, hier bleibe ich jetzt mal stehen, bis er wieder auf Plattform kommt. Die nicht ganz so hart asozial ist. Oh 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 oh. Natürlich ist mir das jetzt passiert. Alter, wie viele einfach gerade auch in diesem Mal Prostudio-Lux spielen, nachdem sie es angemacht hat, das ist jetzt ein bisschen heftig viel, oder? Ja, was haben wir für das Spiel? Ja, Fortnite, komm, nicht nur zu umständlich, aber die meisten spielen wirklich Fortnite, das ist krank. Also, erst läuft ihr gerade gebannt, wenn ihr die eine von den Leuten seid, die 24/7 Fortnite auf das Switch spielen. Danke! Ja, komm, nee, mach die weg, die Piranha-Pflanzen. Ich glaube, ich nenne Part irgendwie, ein bisschen um. Wer Luizis Devil hier macht, wie immer traditionell, Facecam weg bei dem Level, was Luizis macht. Die Kettenhund und Piranha-Plage. Piranha-Hoch-Plage. Einfach mal hier stichpunktartig gemerkt. Dann schauen wir mal dem zu, wie es es meistert. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich bin für die Stable vorne, hinten, links, rechts zu dumm. Na gut. Der Teil, ja klar, soweit ist einfach. Soweit bin ich gekommen. Ich fand das mit dem Pilz, habe ich cooler gelöst als er. Aber jetzt wird es halt so kompliziert. Und von Typen es alone machen, erst ätzend. Und ja, das ist ein Fakt. Eieieiei. Ach, der hängt sich wirklich so an den allerletzten Strang. Natürlich, da nimmt man rein Physik, Grundkenntnis mehr. Ja, mit so einem Item ist natürlich halt auch deutlich im Vorteil, ne? Hättest du eigentlich früher drauf kommen können, dass mit dem Item übelst easy ist, die Scheiße zu meistern. Das
ist mir auch damals nicht eingefallen, wie ich es zum ersten Mal gespielt habe. Ich erinnere mich da noch dran. Wir warten jetzt mal da die Starcorn, bitte, wenn ihr wollt. Wir warten die. Aber bitte. Natürlich scrappt er die jetzt um die Gegner, kannst du mal meinen, ist super intelligent. Wollte mir nie im Leben einfallen. Wie gesagt, so auf seitlichen Druck gehen die auch nicht, ne? Ja. War eigentlich nicht schwer. War eigentlich echt nicht schwer. Okay. Wir lassen uns Papa dieben und schieben das Ganze in die Ecke und sind zufrieden damit. So wird's nämlich gemacht. Lulululu. Lulululu. So, dann machen wir mal weiter hier, weil das wird nicht einfacher, ich sag so. Joa, machen wir auch gleich einen Boss, aber... Nee, das ist erst die Vorstufe, glaube ich. Ich glaube, da kommen noch einige Bums auf uns zu. Werden wir dann sehen, weil wir... Ah nein, nicht so der die. Aber das wird halt nochmal... ja, hier ist ja das. Heißt egal, ich bin... Wir wissen es alle. Ich bin nicht verflucht. Merkt uns das. So. OMG. Ja gut, die Level gehen aber relativ meistens. Ich meine, die werden jetzt hier den Abend vor der Nacht loben. Aber die meisten... Was ist das für Waggel-Buggel-Ding, was sich verformt, wenn man da drauf springt? Das finde ich jetzt lell. So, komm, hier geht's hoch. Dann einmal hier hin. Da muss er warten, bis das Eis erst wieder unten hier ankommt, ne? Digga. Will ich das Eis nicht verarschen? Kann ich irgendwie nicht springen oder sowas? Ich glaube schon. Diagnose Autismus. Der ist doch so. Das ist doch die krankeste Scheiße auf der Welt. Wenn ich mir ein kleines Mini-Stück zusammenreißen und konzentrieren könnte, würde ich merken, dass ich sich hier gerade behinderte Scheiße zusammenspringe, aber das merke ich ja nicht. Buja, hu, sorry, tut mir. Ach ja, das war, Digga, der Typ tut mir auch real, was blitzen hier. Das waren diese ätzenden, Dinger, die man mal eins auf sein Zettel lauen sollte, aber ich kann ja, ich kann nicht Typen das töten. Na gut, dann machen wir es halt ohne töten. Ja, auch Rest. Wer hat, wenn noch nicht hat, wer hat so ein Wildnis oder so ähnliches, ging noch hier, das heißt Bruch da. So, Diagnose Autismus. That's my whole fucking life. Ja, ist gut, Pro. Ja, Hauptsache ist, tu erstmal irgendein Scheiß hier zusammen springen, aber das ist ja normal bei mir. Danke für die Coin for the Stars. Da 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 da. Holy moly. What the? David,
13 is too dumb to make us hump. Oh, das reimt sich sogar. Yay. So, lala, dolala. Was? Wieso? Brr. Brr. Wieso sagt es eigentlich dauernd so, lala, dolala? Kannst du irgendwas sagen? Sagst die ganze Zeit auch in meines Platoon-Streams. So, lala, dolala. Das ist der reinste Horror. Die werden euch was anderes jetzt fragen. What the fuck sagt. Was, what the fuck labert er für das Heiße? Joa, das frage ich mir jetzt auch so und seitdem es anfangen. Digga, ich komme immer um eine Sekunde zu spät bei dir. Scheiße, Jan. Da fragt mich erst so, wollen die einen eigentlich verarschen? Ist da immer so eine Sekunde zu spät bin. Mein Ding ist. Digga, das ist ganz Zufall. Hier gibt es irgendwas. Digga, das ist immer noch ganz Zufall. Haha! Wieso war mir das klar? Bestimmt nicht, weil ich das mal gespielt habe, mich eigentlich daran erinnert hat. Nein, gar nichts dabei. Ja, whatever I say, it's the greatest hit of the world. Bin auch gleich wieder da, Leute. Bin gleich wieder da. Musste gesund was sagen. Nicht an alles gerüstet. So. Ja, ich mache wieder so einen Riesensack hier draus. Ja, moin. Aber du wirst jetzt eliminiert. Ach Gott, das war diese behinderte Scheiße hier. Ja, der triggert mich halt auch. Der tut mir halt nicht weh mit dir, Scheiße. Allerdings. Digga. Da muss man halt auf diese klebrige Klosus. Der Punkt ist, man muss eigentlich so ganz genau das hier dreimal machen. Und dann hat man diesen Dude. Oder man stellt es so wie ein abgelaufenes Sogart an, also wie es. Und bekommt die billigste Scheiße nicht mal hin. Nein, komm nach unten. Danke. Digga, ich bin halt auch drauf gesprungen, aber verrat erstmal wieder keinen. Wir verraten es keinen. Weil dann wäre es also zu einfach. So, jetzt ist dieser Germknödel hier auch mal. Meine Ehre sind gerade noch tiefer, als die Titanic hier gesunken ist. Ist ja normal, ja. So, bam, den haben wir mal erledigt, aber ich glaube, hier kommt noch ein Heidensbass auf uns zu. Wir spicen aber. Was der Heidensbass ist, wir sehen es im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin, liebe Leute. Und ciao!